wollen wir auch noch mal sagen, oder? Wenn ich nicht meinen würde, dass das dringend lesenswürdig ist, gäbe es dieses Interview nicht. Wir kennen uns ja schon wirklich etwas länger. Ich kenne ungefähr ein Drittel deiner Quellen. Zwei Drittel waren mir Neuland. Ich weiß, wie du dich da reingearbeitet hast in die Authentizität und die Qualität dieser Quellen. Und was mich doch viel mehr beeindruckt, das ist vielen Leuten nicht so wichtig, aber für mich ist es, schon ein Kern-Support-Argument. Du hast wahnsinnig viele und relevante und verlässliche Statistiken, wirtschaftliche und militärisch quantitative relevante Datensätze. Ich bin dir dankbar, dass wir heute sprechen konnten, dass du dein Buch nur etwas vorgestellt hast, weil das erfordert eine hohe Zivilcourage. Akademiker würden dich einen wissenschaftlichen Masochisten nennen. Aber wenn es so fühlte sich das auch an. Wenn das notwendig ist und wenn du da zur Wahrheitsfindung und zum Umdenken oder überhaupt zum Denken beitragst, ja, dann muss das Buch propagiert werden. Und vor allem, es ist mir nicht genug rübergekommen, es ist schon sehr brandaktuell und es hat einen Zeitgeist. Ja, herzlich willkommen zu Thorsten Schult und Florian Homm, Teil 2. Heute ein Event, bei dem ich mir ernsthaft überlegt habe, ob ich das wirklich machen will, weil es explosiven Charakter hat. Aufmerksam wurde ich auf das Buch durch Wolfgang Bosbach, Thorsten Schulte, Dr. Polly, Ex-Verfassungsschutzchef von Österreich, und Konrad Steindl, der gilt als Ziehvater des Bundeskanzlers Sebastian Kurz, am Geisberg. Da wurden die Inhalte dieses Buchs besprochen. Ich kontaktierte dann dich, Thorsten, sehr direkt und fragte mich, was hat dieses Buch auf sich? Ich höre schon aus verschiedensten Gremien, das Titel steht noch nicht fest. Man will den auch geheim halten. Um was geht es da? Und du hast dann sehr spontan darauf reagiert und hast mir einen recht weit fortgeschrittenen Draft von diesem Buch zukommen lassen. Und ich sage jetzt, ja, das ist jetzt nicht leichtfertig, aber was Primärresearch betrifft in einem Buch, das etablierteste historische Prämissen, die wir auch als Schüler in Deutschland mitbekommen, die im Zeitgeist aus der Historie heute, im heutigen deutschen Denken verankert sind, greift diese Basisthemen, und da reden wir gleich über Tacheles, an. Und ich fange schon mal an mit einer Prämisse aus diesem Buch, dass das ist so heftig, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht ein Überbestseller wird, dass Deutsche Darum geht es nicht. Und Russen und Juden, die Opfer derselben Täter sind, historisch, wohlmöglich auch noch heute. Thorsten, damit greifst du die gesamte Geschichtsschreiberei der letzten, sage ich mal, seit Wilhelm II. Und dem Ersten Weltkrieg und vielleicht noch vorher schon an. Dennoch, es ist eine ganz wichtige Kernbotschaft dieses Buches. Und ich will es selbst auch aus meinem Munde hier nochmals vortragen. Für mich sind Juden, Russen und Deutsche die Opfer der gleichen Täter. Das musst du substantieren. Und ich habe im zweitlängsten Kapitel, welches sich mit dem Holocaust beschäftigt, werde ich ausführen, warum das so ist. Da möchte ich heute nicht sehr viel vorgreifen. Ich möchte nur an dieser Stelle sagen, die Menschen werden danach wissen, warum am 6. November 1944 jemand in Kairo umgebracht wurde. Sie werden auch wissen, warum auf das King David Hotel in Jerusalem 1946 ein Bombenanschlag verübt wurde, in dem sich damals seit 1922 die militärische Zentrale der Briten in Palästina befand. Und die Menschen werden beispielsweise danach auch wissen, warum ich der Bundesjustizministerin
Barley, die ja es bald nicht mehr sein wird, weil sie gerade sich ansteckt, Spitzenkandidatin der SPD zu sein im Europawahlkampf, warum ich der Frau Barley Geschichtsklitterung vorwerfe. Sie hat sich das Wort Geschichtsklitterung vorwerfe. Mhm. Das wird man natürlich mit mir tun. Also wenn dieses Buch erschienen ist, wird man mich als wahrscheinlich Geschichtsklitterer bezeichnen. Man wird mich, wenn ich das Schweigekartell überhaupt durchbrechen kann mit diesem Buch, man wird mich als Geschichtsrevisionist darstellen. Vielleicht wird man ja sogar versuchen, mich als rechtsextrem darzustellen, aber dazu möchte ich bereits... Man wird versuchen, wie gesagt... Man ruft zu morden. Ja, Rufmord ist das Mindeste, Thorsten. Aber viel wichtiger, man wird dich versuchen darzustellen, auch mit deinem Verlag, als den größten Verschwörungsrhetoriker und Theoretiker Deutschlands. Vermutlich. Wie gehst du damit um? Vermutlich. Aber jetzt ist ja wichtig, die Frau Barley hat sich als Freiheitsstatue verkleidet und ich werde den Menschen auch in dem Buch dazu etwas zeigen, was diametral entgegengesetzt ist dem Eindruck, den die Frau Barley bei ihrem Karnevalsauftritt in Aachen im Februar diesen Jahres vermitteln wollte. Ich werde in diesem Buch nach meiner festen Überzeugung für jeden Bürger verifizierbar und nachprüfbar überzeugend darlegen, warum ich der Auffassung bin, dass Juden, Russen und Deutsche die Opfer der gleichen Täter sind. Und ich schreibe dieses Buch, um das vorauszuschicken, nicht um Menschen mit Hass zu beseelen, sondern ich möchte, dass wir für eine wahrhaftige Aussöhnung erfolgreich wirken können. Ich möchte, dass dieses Buch gesehen wird als Beitrag zur Friedenssicherung, als Beitrag letztlich, um die Freiheit zu schützen und als Beitrag eben auch die Wahrheit zu schützen. Alle drei sind bedroht und wer Vorträge von mir in den letzten anderthalb Jahren verfolgt hat, der wird wissen, dass ich Karl Jaspers sehr oft zitiere. Karl Jaspers, der nämlich gesagt hat, dass eben Frieden nur durch Freiheit und Freiheit nur durch Wahrheit möglich ist. Und es gibt noch einen darauf folgenden Satz, der sich anschließt. Den will ich aber heute bewusst noch vorenthalten, aber ich werde im Buch einen Download-Link, und es sind viele Download-Links in diesem Buch enthalten, damit sich wirklich jeder Bürger selbst einen Reim machen kann. Und danach können Sie entscheiden, ob Sie den Stab über mich brechen oder ob Sie meiner Analyse folgen. Denn ich sage das an der Stelle bewusst, ich habe eine fünfstellige Summe ausgegeben, um alle alten Bücher, Tagebücher, Memoiren, Zeitungsartikel zu besorgen. Das heißt, jede Quelle, die ich dort verwende, habe ich selbst geprüft und ich bin bereit, auch im zweiten Halbjahr diesen Jahres überall ohne Rednerhonorar hinzugehen mit diesen alten Büchern, damit die Menschen sich selbst ein Bild machen können. Und mich treibt an, dass der Frieden, die Freiheit und die Wahrheit extrem bedroht sind und wir für alle drei kämpfen müssen. Das treibt mich an, das hat mich dazu gebracht, dass ich in den letzten Monaten Tag und Nacht an diesem Buch gearbeitet habe. Weil ich eben auch sehe, dass wir in den kommenden Jahren, nicht in einer allzu fernen Zukunft, nicht in 10 Jahren erst, sondern dass wir in den vor uns liegenden Jahren vor unglaublichen Herausforderungen, vor unglaublichen Gefahren liegen, aber wir müssen voller Hoffnung und Tatendrang daran gehen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir vor einer epochalen Veränderung in den kommenden Jahren stehen, in Deutschland und Europa. Aber das Ganze setzt voraus, dass wir vor allem auch an alle appellieren, dass wir uns niemals in den kommenden Jahren von Hass leiten lassen. Du hast das Buch Manuskript vorliegen und das drittlängste Kapitel, das längste beschäftigt sich mit dem Unternehmen Barbarossa. Ja. Das zweitlängste beschäftigt sich mit dem Holocaust. Das drittlängste beschäftigt sich mit der russischen Revolution, wo ich Dinge zeigen werde, die Sie in der Spezialausgabe Spiegel Geschichte des Nachrichtenmagazins Spiegel nicht sehen werden. Und Sie werden nach diesem Buch wissen, warum Sie das nicht sehen werden. Also ich muss hier kurz mal einblenden, was mich wirklich beeindruckt hat, Thorsten. Man kann zu deinen Prämissen so oder so stehen. Ich finde sie so wichtig, dass jeder denkende Deutsche sich das mal anschauen muss, ja, ob man die Meinung teilt, ist was anderes. Ich möchte jetzt keine vorgefasste Meinung hier kommunizieren. Aber inwiefern sich dieses
historische Buch mit einem erheblichen Teil Realität und das ist mir wichtig, vielleicht sagen wir das mal für die Zuhörer. Ungefähr zwei Drittel beschäftigen sich mit der Geschichte, mit dem Ersten Weltkrieg, der Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs, mit dem Ersten Weltkrieg, mit den Zwischenkriegsjahren, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Holocaust. Und dann gehen wir über im letzten Drittel, dass wir uns beschäftigen mit der Europäischen Union, damit die Menschen da mal einiges näher gebracht bekommen, wie sie überhaupt entstanden ist, wer uns hier heute lenkt, mit den Demokratiedefiziten. Mit einer Analyse der heutigen Politik und somit auch der Analyse der Gegenwart und der zukünftigen Gefahren. Und ich will aber in den Schlusskapiteln immer wieder auch aufzeigen, welchen Weg wir gehen müssen. Und es ist ein Weg für mich der Hoffnung, ein Weg des Friedens, ein Weg eben letztlich der Freiheit und ein Weg der Wahrheit, den wir beschreiten müssen. Und das Ganze frei von jedem Hass. Ich sage das an der Stelle ganz deutlich. Ich habe dieses Buch nicht gemacht für irgendwelche Neonazis, die da meinen, dass sie da den deutschen Diktator ins rechte Licht rücken können. Das habe ich nicht für solche Kreise gemacht. Und ich mache es für niemanden, der hassen möchte. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen in den vor uns liegenden 2, 3, 4 Jahren alles daran setzen, so wie Mahatma Gandhi. Und ich mache diesen Vergleich ganz gezielt. Ich vergleiche das, was vor uns liegt in den kommenden Jahren, mit dem Weg, den die Inder gehen mussten. Mahatma Gandhi, der große indische Freiheitskämpfer, leider Gottes wird ein Großteil der deutschen Bevölkerung mit dem Namen Mahatma Gandhi heute gar nichts mehr anfangen können. Aber er war ein großer Freiheitskämpfer. Er hat sein indisches Volk von der Tyrannei der Engländer geführt. Und er hat es ohne Gewalt und ohne Hass gemacht. Und es gibt einen Ausspruch, den ich im Buch mindestens zweimal erwähne, nämlich Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Das heißt, wir dürfen nicht hassen. Ich habe zwei Prinzipien. Ich habe keine Angst, manchmal hat man nicht schon, aber ich habe keine Angst und ich hasse nicht. Und ich bitte Sie alle, dass Sie in den nächsten Jahren alles daran setzen, dass Sie die positive Kraft in sich wecken. Ich sage nur, Thorsten, das ist wahnsinnig couragiert. Wir haben beide unsere kleineren und mittleren Repressalien erlebt und erleben sie im Ablauf, ob es in den öffentlichen, bezahlten, finanzierten Medien ist, ob es auf einer Chefetage ist, in der Redaktion, ob es im Personenschutz ist und diese ganzen kleinen Dramen. Wir leben beide noch und wir dürfen auch keine Angst haben, weil Angst lähmt, Angst blockiert. Ist der schlechteste Berater auch wirtschaftlich. Es ist so, auch wirtschaftlich, wenn es um wirtschaftliche Entscheidungen geht, Angst lähmt so. Und deshalb dürfen wir keine Angst haben und wir dürfen auch nicht hassen, weil Hass setzt wirklich unglaublich negative Kräfte frei. Und ich möchte aber mal sagen, also zwei Drittel beschäftigen sich somit mit diesen ganzen geschichtlichen Aspekten. Und ich möchte zum Verständnis beitragen, damit die Menschen auch erkennen, Geld regiert die Welt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir den Menschen ins Stammbuch schreiben müssen. Gut, das hat meine Mutter mir schon in frühesten Jahren gesagt und deine Mutter vielleicht auch oder dein Vater. Aber es wird augenscheinlich gemacht. Und ich möchte vor allem auch eines. Und da lese ich vielleicht mal etwas vor, was nicht ich geschrieben habe, aber ich werde am Ende des Buchs werde ich Frederick Forsyth zitieren, einen britischen Bestsellerautor. Viele von Ihnen werden ihn sicher kennen. Und er hat vor ganz langer Zeit, nämlich im Jahre 2002, also noch nicht einmal in diesem Jahrzehnt, hat er bereits Folgendes gesagt. Für die deutschen Europafanatiker ist kein Preis zu hoch. Auch wenn Deutschland seine Souveränität verliert, die Demokratie mit Füßen getreten wird oder man mehr bezahlt als alle anderen Mitglieder der Union, alles wird bedingungslos akzeptiert. Von der Geburt bis zur Universität hört kein Deutscher ein positives Wort über sein Heimatland. Er hört nur von den Sünden, von den schrecklichen 12 Jahren des Hitlerismus. Die übrige Geschichte fällt unter den Tisch. Ich sehe keine Wiedergeburt des Faschismus, keine Wiedergeburt des Militarismus in Deutschland. Die Deutschen sind vielleicht am wenigsten militaristischen Menschen in Europa. Ich fürchte die deutsche politische Korrektheit mehr als einen neuen Hitler. Ich fürchte auch die Linksfaschisten mehr als alle anderen bei dem, was ich tun werde in den kommenden 2, 3 Jahren. Und nochmals, der deutsche Diktator hat in diesem Buch von mir nichts Gutes zu erwarten. Aber dieses Buch soll das deutsche Volk entlasten. Und es muss Ihnen auffallen, dass alle großen Persönlichkeiten der deutschen Geschichte uns negativ dargestellt werden. Das schließt auch und gerade Kaiser Wilhelm II. Ein.
Ich bringe ja im Buch so ein paar Beispiele, wie man den Kaiser heute durch den Kakao zieht. Und das ist ja noch euphemistisch beschrieben. Und am 8. Juli 1913, nicht zugegeben schon etwas länger zurück, über 100 Jahre, da erschien anlässlich des 25-jährigen Thronjubiläums seiner damaligen Majestät, Kaiser Wilhelm II., in der New York Times. Das ist eine amerikanische Zeitung, wie Sie also schon ableiten können aus dem Namen. Erschien in der New York Times ein großer Sonderbeitrag über den Kaiser. Und der trug alleine schon die Überschrift Kaiser, 25 Jahre Herrscher, gefeiert als Friedensstifter. Gefeiert als Friedensstifter. Und dann wird ein Nicholas Butler zitiert, der wurde 1931, heute kennt ihn kaum noch jemand, hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Und der hat damals auf Seite 49 dieser New York Times vom 8. Juni 1913 gesagt, wenn der deutsche Kaiser nicht als Monarch geboren wäre, so hätte ihn jedes moderne Volk durch Volksabstimmung zum Monarchen oder Regierungschef gewählt. Ich bin ganz sicher, wenn Sie mein Buch lesen, und ich habe alles da, ich kann das alles nachweisen mit ganz seriösen Quellen, dann werden Sie ein anderes Bild haben. Ich sage hier in die Kamera, weder der deutsche Kaiser noch der russische Zar wollten den Ersten Weltkrieg. Und dass es ihn dennoch gab, sollte uns alle nachdenklich stimmen. Und der damalige US-Präsident Wilson, der uns heute überall noch als großer Mann des Friedens dargestellt wird, vielleicht wird der ein oder andere von Ihnen noch Philipp Scheidemann kennen. Philipp Scheidemann, am 9. November 1918 hat er die Republik doch ausgerufen aus dem Geschichtsunterricht. Vielleicht fällt der Groschen noch. Und dieser Philipp Scheidemann, der sagte Präsident Wilson, das war der damalige US-Präsident, ist ein Heuchler und der Versailler Vertrag ist das schändlichste Verbrechen der Geschichte. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, das war ein Deutscher, sehr voreingenommener Politiker. Naja, kennen Sie John Maynard Keynes? Der ein oder andere wird doch jetzt sofort sagen, ja klar, natürlich kenne ich den. Und war das ein Deutscher? Ich glaube nicht, ja. War ein Brite. So, und der bezeichnete Mitte April 1919 einen Brief an einen Bloomsbury-Freund, Wilson, als den größten Betrüger auf Erden. Wir können natürlich jetzt hier nicht auf solche Einzelheiten eingehen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Sie den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg bei Sichtung aller Dinge anders durch eine andere Brille betrachten werden nach diesem Buch. Ich habe hier alleine nur mal mitgebracht, beispielsweise hier das Tagebuch des Botschafters der USA in Deutschland von 1933 bis Dezember 1937. Er musste dann vorzeitig Berlin verlassen. Das ist die sechste Ausgabe aus dem Jahr 1942. Und ich werde in zwei Kapiteln hieraus zitieren, die es in sich haben. Und ich musste schmunzeln. Als ich dann, wobei zum Schmunzeln war mir in den letzten Monaten, wie du dir vorstellen kannst, oft nicht zumute. Das sage ich ganz offen. Ich habe dann gesehen, dass dieses Buch auch in deutscher Sprache erschienen ist, was mich etwas wunderte, ob der mir bekannten Inhalte des Tagebuchs von William Dodd. Und das Interessante ist, dass ich dann das Buch aufschlug und las dann gleich, das Buch ist bisher in Deutschland nicht veröffentlicht worden. Es ist meiner Meinung nach sehr nützlich und daher sehr zu empfehlen, dass es jetzt in der DDR herausgegeben wird. Dann habe ich mal geguckt. Also das hat jemand geschrieben aus London im Juni 1961. Und dann habe ich mal so weitergeguckt und sehe dann also, dass es in einem Verlag in Ost-Berlin herausgekommen. Und dreimal können Sie raten, warum die DDR-Regierung gerichtet an die Adresse des imperialistischen Klassenfeindes ganz gerne dieses Tagebuch ins Deutsche hat übersetzt. Lassen. Mir geht es darum, schauen Sie, die Glaubwürdigkeitswerte des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die lagen beispielsweise 2017 nach einer Studie von PricewaterhouseCoopers bei 81% und sind dann 2018 auf 74% gefallen. Ich möchte mit meinem Buch einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass in den nächsten zwei Jahren diese Glaubwürdigkeitswerte gen Süden gehen. Wirklich gen Süden gehen, okay? Ja? Und wir werden, es geht ja hier um Täuschung, es geht um Unwahrheiten, um Halbwahrheiten, um Informationen, die uns vorenthalten werden. Ich will nicht da so weit gehen und von Lügen sprechen, denn eine Lüge ist ja nur dann gegeben, wenn ich wissentlich Ihnen hier die Unwahrheit sage, verbunden mit einer Täuschungsabsicht. Das will ich doch, so weit wollen wir doch nicht gehen. Das sind wahrscheinlich alles Zufälle, man hat es einfach nicht gewusst, Unwissenheit, Unachtsamkeit, ne? Das sind die Erklärungen. Wenn Sie ob der Fülle, der Summe von irritierenden Unwahrheiten und Halbwahrheiten und uns vorenthaltenen Informationen zu anderen Einschätzungen gelangen, so
sei Ihnen das unbenommen, aber ich will hier nicht von Lügen sprechen. Ich sage aber nur, dass ich beispielsweise beim Unternehmen Barbarossa aufdecken werde, wie man uns wirklich etwas ganz Entscheidendes vorenthalten hat. Und ich sage das an der Stelle sehr deutlich. Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, sprach selbst davon, dass das Unternehmen Barbarossa ein Präventivkrieg war. Wurde dafür aber von Rudolf Augstein, ein oder andere kann sich noch erinnern, der Vater von Jakob Augstein, ja, der, gut, inzwischen hat er seine Kolumnen ja vorübergehend eingestellt im Spiegel, aber Rudolf Augstein hat in diesem Zusammenhang aber gleich von chauvinistischen Thesen, also das Wort Chauvinismus, in den Mund genommen. Ist auch interessant, wenn Sie sich damit beschäftigen, warum der Spiegel im Februar 1947 erstmalig erscheinen konnte. Und ich möchte auch etwas sagen, gerade zum Zweiten Weltkrieg. Und wir können hier natürlich nicht in die Tiefe gehen, aber ich lade dich ein, wenn das Buch erschienen ist und du Interesse hast, können wir über weitere Kapitel reden. Ich habe vor, zu jedem Kapitel dieses Buchs auch Videos zu machen, wo ich alte Bücher in die Hand nehme, wo ich daraus vorlese, damit die Menschen sehen, dass das hier nicht erstunken und erlogen ist, sondern dass wir diese Beweise greifen können. Und ich bin auch gerne bereit, in jede Stadt Deutschlands zu gehen mit diesem Buch und mit all diesen Dokumenten, mit Tagebüchern. Ja, ich habe ja hier nur einen Bruchteil dessen, was ich besorgt habe in den letzten ein, zwei Jahren, mal hingelegt. Aber ich will Ihnen nur mal ein weiteres Beispiel nennen. Und wenn man das dann vor sich hat und wenn man dann diese alten Bücher liest, wenn man dann das kontrolliert und zu der Erkenntnis gelangt, das ist ja wirklich, das ist ja die Wahrheit, also das kannst du auch auf der Basis von offiziell zugänglichen Dokumenten etc. überprüfen, möchte ich Ihnen nur eine Geschichte vielleicht schon abschließend erzählen. Gib ein Beispiel. Es ist so, dass 1939 am 24. August, also am 23. August 1939, flog für keine 24 Stunden der damalige Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop nach Moskau. Und er hat mit Stalin also vielmehr unterschrieben, also er hat Stalin dort auch getroffen und unterschrieben hat er den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt zusammen mit Molotow, dem damaligen russischen Außenminister. Das werden viele von Ihnen noch sicher wissen. Und der Vertrag ist in der Nacht vom 23. auf den 24. August 1939 unterschrieben worden. Bereits am Morgen des 24. August 1939 hat ein deutscher Diplomat, ich habe von ihm das Buch vorliegen, einem amerikanischen Diplomaten, der später sogar US-Botschafter in Moskau wurde, ein ranghoher US-Diplomat, und ich habe seine Memoiren vorliegen. Und diese Memoiren sind 1972 erschienen. Die habe ich jetzt hier nicht mitgebracht. Ja, für einen dreistelligen Eurobetrag habe ich mir die besorgt. Ja. Nur die. Aus diesen Memoiren geht hervor, dass er bereits am Morgen des 24. August 1939 alle Inhalte dieses Nichtangriffspaktes, einschließlich des geheimen Zusatzabkommens, welches die Sowjetunion 50 Jahre danach, also Gorbatschow hat es erst zum Besten gegeben gegenüber Jelzin. Sie haben es noch 1990, 91 abgestritten. Also es hat über 50 Jahre gedauert. Man hat das ja immer von sowjetischer Seite geheim gehalten. Aber der US-Diplomat hat damals bereits die Inhalte mitgeteilt bekommen. Und er hat nach seinen Memoiren, das geht alles daraus hervor, er hat noch mittags um 12 Uhr ging ein Telegramm an den damaligen US-Außenminister Hull. Okay? Am 24. August 1939. Mittags um 12 Uhr. Einen Tag zuvor hat der stellvertretende US-Außenminister Sumner Wells, der in meinem Buch, wenn du es ja gelesen hast, und du hast es ja, wie du mir, wird dieser Name in mehreren Kapiteln, auch beim Holocaust, auch bei der Aufrüstung Hitlers, dir immer wieder über den Weg laufen. Und William Dodd, der deutsche Botschafter, der US-Botschafter in Deutschland, der hat im Jahr 1938, nachdem er zurückgeordert wurde, vorzeitig, Franklin Delano Roosevelt, dem damaligen US-Präsidenten, gesagt, was er von Sumner Wells und seinen Methoden hält. Aber er führt dann auch aus, dass er darauf keine Reaktion von Roosevelt bekommen hat, aus verständlichen Gründen. Roosevelt und Sumner Wells waren eng befreundet und Roosevelt war ja über alles im Bilde. Und jetzt wird es hochgradig interessant. Am 24. August 1939 wurde der Nichtangriffspakt unterzeichnet. In dem geheimen Zusatzabkommen wurde Polen letztlich aufgeteilt. Den beiden Beteiligten, dem deutschen Diplomaten und diesem US-Diplomaten, war in diesem Moment klar, was das bedeutet. Die östliche Hälfte geht ja an die Sowjetunion Polens und die westliche eben an das Deutsche Reich. Und beiden war sofort klar, am 24. August 1939, der Krieg gegen Polen steht unmittelbar bevor. Und wie geht es weiter? Einen Tag zuvor hat dieser Sumner Wells
dem britischen Botschafter nachweislich, geht aus den Dokumenten Großbritanniens hervor, mitgeteilt, dass Polen nicht Bestandteil des Nichtangriffsvertrags ist, das sei ausgeschlossen. Einen Tag vorher. Okay. Aber durch das Telegramm hat sein Chef, Außenminister Hall der USA, am 24. August 1939 Kenntnis erlangt, selbst von dem Geheimabkommen und dem Inhalt des Geheimabkommens. Und deshalb sagt dieser US-Diplomat auch, dass seine Regierung, die US-Regierung, neben der deutschen und russischen am besten informiert war über den Pakt. Was er aber feststellt ist, und es finden sich keinerlei Belege, dass es anders ist, und er sagt es selbst in seinen Memoiren, dass danach Roosevelt und Hall nichts unternommen haben, die Briten und die Polen zu warnen. Die Polen haben ja niemals mit Hitler verhandelt über Danzig. In Danzig lebten über 90% Deutsche. Und die Polen haben niemals ihre Bereitschaft bekundet, darüber zu verhandeln. Hitler hat durchaus ein Ultimatum gestellt im August und es kam kein Pole vorbei. Ich bin ganz sicher, wenn Roosevelt damals Briten und Polen informiert hätten über die Inhalte des geheimen Zusatzabkommens zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich, hätten beide, was auch gewusst, bald wird Polen zerlegt. Ja, klar. Und hätten verhandelt und hätten alles getan. Und jetzt wird es ganz interessant. Und deshalb, beim Buch Kontrollverlust konnte ich ja noch sagen, das, was dann geschah, dass ich in der ARD als durchgeknallter Verschwörungstheoretiker tituliert würde, das konnte ich so nicht voraussehen. Also das habe ich nicht. Also dass ich damit mich jetzt im Establishment nicht beliebt machen würde, klar. Aber dass sie so zurück antworten würden, kontern würden, das habe ich wirklich nicht für möglich gehalten. Hier muss ich natürlich sagen, muss ich mich darauf gefasst machen, dass noch härtere Kaliber aufgefahren werden, sollte ich das Trial-Kartell überhaupt durchbrechen können. Weil auch das wird hier noch heftiger unterdrückt nach meiner... Vielleicht ist das ein guter Titel, Schweigekartell. Schauen wir mal. Ich will dazu heute nichts sagen. Aber wo es also wirklich sehr, sehr interessant wird, ist, dass Dirk Babendam, der hat einen Doktor gemacht, der hat Geschichte studiert, der war beispielsweise der Chefhistoriker von Bertelsmann. Und Bertelsmann kennen wir alle, oder? Bertelsmann, dahinter steckt sogar, also die stecken sogar hinter RTL. RTL kennen sie alle, oder? Wir könnten heute über die Soaps vielleicht auch besser reden, da würden vielleicht viel mehr Leute uns zuschauen, wenn wir heute über Daniela Katzenberger und ihre neuesten, was auch immer, sprechen würden. Und dieser Dirk Babendam, wir erinnern uns, ich sage es nochmals, ehemaliger Haushistoriker von Bertelsmann, ja? Der hat zwei hochinteressante Bücher geschrieben, die ich beide habe. Und sie beschäftigen sich damit. Das eine heißt eben Roosevelts Weg zum Krieg. Amerikanische Politik 1914 bis 1939. Und nach dem, was ich Ihnen jetzt gerade alles ausgeführt habe, dass nämlich nach dem 24. August 1939 keine Warnung erging der US-Regierung an die britische Regierung und die polnische Regierung, dann sagt er, und ich in meinem Buch dann auch sagen werde, aber weder Wells noch andere Personen aus der US-Regierung haben etwas unternommen, die Beschwichtigung vom Tag zuvor rückgängig zu machen und die reale Bedrohung publik zu machen. Und dann zitiere ich diesen Dirk Babendam mit folgenden Worten. Warum eigentlich nicht? Also warum haben Sie denn nicht gewarnt? Warum eigentlich nicht? Die Antwort kann nur lauten, dass der amerikanische Präsident lieber die Teilung Polens riskierte als einen Zerfall der europäischen Friedensfront. Das hat er in Anführungsstriche gesetzt. Ne? Weil was man von dieser Friedensfront zu halten hat, das kann man sich schon jetzt denken. Anders ausgedrückt mit den Worten von Babendams, die danach folgen und da wesentlich pointierter sind, da schreibt er, Roosevelt wollte den Krieg und Polen rannte ungewarnt in sein Verderben. Und Polen rannte ungewarnt in sein Verderben. So. Und jetzt wird es mal für Sie interessant. Weil sollte ich das Schweigekartell durchbrechen können, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn mein Ruf gemordet wird. Noch mehr, als es bislang schon geschieht. Es gibt einen Saul Friedländer, der hat auch ein Buch geschrieben über den Holocaust. Hat er den Holocaust selbst überlebt? Und er hat im Januar diesen Jahres, 2019, im Deutschen Bundestag eine Gedenkrede gehalten. Saul Friedländer. Und Saul Friedländer wurde Vorsitzender einer Kommission, die aufarbeitete die Vergangenheit von Bertelsmann. Bertelsmann ist nicht groß geworden, weil sie viele Publikationen für die Wehrmacht gemacht haben. Und da gab es dann eine Historikerkommission, die eingesetzt wurde und er übernahm den Vorsitz. Er hat gegenüber einer Zeitung, und ich werde das alles ja mit ganz sauberen Quellen dann belegen, auch bei Videos, hat er also Folgendes bestätigt. Er bestätigte Gerüchte, Saul Friedländer
wonach er das Ausscheiden des ehemaligen Haushistorikers von Bertelsmann, Dirk Babendamm, da sind wir bei diesem Herrn, aus dessen Buch ich ja gerade zitierte, zur Bedingung seiner Teilnahme gemacht habe. Das konnte nicht anders sein, sagte Friedländer. Babendamm habe, und jetzt hören Sie gut zu, nicht die Art von Zeitgeschichte geleistet, die wir machen müssen. Meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Buch eine Art von Zeitgeschichte ist, die wir leisten müssen. Ich selbst bin nur ein Tropfen im Ozean. Wir alle zusammen sind der Ozean. Und es können einige Tropfen verdunsten, aber der Ozean wird bleiben. Deine Feinde, deine Kritiker, die jetzt wirklich in Dutzendschaften auftreten werden mit der Öffentlichung dieses Buches, werden das so wie folgt ungefähr abtun. Ich habe selber 10 Bücher geschrieben und verlegt. Ich weiß, wie das geschehen ist. Ich habe da eine gute Erfahrung. Das heißt, Thorsten Schulte bewegt sich in dem Terrain der geschichtlichen Esoterika, genau, und nutzt unwissenschaftlich strich periphere Quellen zur, genau, Substantiierung, genau, seiner fragwürdigen Themen. So ungefähr wird das verklausuliert, ist aber kompletter Unfug. Nicht, ich gehe nicht das in den Inhalt rein, aber wir kennen uns ja schon wirklich etwas länger. Ich kenne ungefähr ein Drittel deiner Quellen, 2 Drittel waren mir Neuland. Ich weiß, wie du dich da reingearbeitet hast in die Authentizität und die Qualität dieser Quellen. Und was mich doch viel mehr beeindruckt, das ist vielen Leuten nicht so wichtig, aber für mich ist es schon ein Kern-Support-Argument. Du hast wahnsinnig viele und relevante und verlässliche Statistiken, wirtschaftliche und militärisch quantitative relevante Datensätze. Das ist schlecht wegzuargumentieren. Ich habe ein Buch da, und dazu werde ich auch ein Video machen, das ist in der Harvard University Press erschienen von einem Harvard-Professor. Ja. Und darin finden Sie zu den Vorbereitungen im Deutschen Reich auf den Krieg Aussagen, die werden Sie in keinem deutschen Buch bislang finden. Und zwar auch hochinteressante Informationen über die Rüstung während des Zweiten Weltkrieges, und da wird Ihnen Hören und Sehen vergehen. Und ich werde nochmals bereit sein, im 2. Halbjahr diesen Jahres, ab circa September diesen Jahres, kostenlos ohne Rednerhonorar, es wäre nur ganz gut, wenn man mir die Fahrtkosten erstatten könnte und vielleicht, mir reicht auch ein 2- oder 3-Sterne-Hotel, ein billiges Hotel, der die Übernachtung übernimmt, aber ich meine das sehr, sehr ernst, dass ich bereit bin, mit all diesen alten Büchern, als ich vor Bosbach und hier dem, was du da angesprochen hast, und Polly gesprochen habe, da hatte ich, glaube ich, so gefühlt 30 Kilogramm alte Bücher dabei. Die haben mich auch zunächst mal etwas erstaunt angeguckt, was ich denn da mache, weil ich erstmal diese ganzen Bücher ausgepackt hatte und ausgebreitet hatte. Diese beiden Bücher waren im Übrigen auch dabei, auch noch ganz andere Bücher. Und ich möchte einfach, dass sich jeder davon ein Bild machen kann. Es sind ganz viele Download-Links hier darin enthalten, das ist mir auch wichtig. Ja. Auch zu wirklichen, zu Dokumenten, zu... Man kann, wenn man möchte, alles verifizieren. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich habe natürlich auch während der Recherche zu diesem Buch eine Vielzahl von Fälschungen entsprechend entdeckt und überführt. Ich weiß eines, wenn ja nur ein Zitat, eine Quelle falsch wäre, die ich dort verwende, würde das gesamte Buch entwerten. Dann würde es heißen, klar, Guck mal da so. Das heißt, ich habe deshalb mit großer Akribie, mit großer Sorgfalt daran gearbeitet, dass genau das nicht passiert. Also nochmals, ich habe alles da. Und ich möchte, dass wir eine Diskussion anstoßen, weil ich habe ja diesen britischen Bestseller-Autor Forsyth bereits zitiert. Und ich habe, und da hat Wolfgang Bosbach dann an der Stelle aber gesagt, er würde sich gerade unwohl fühlen, hat sich da klar distanziert. Und was war der Anlass? Ich habe davon gesprochen, dass wir einen Schuldkult in Deutschland betreiben mit verheerenden Folgen. Und wenn Sie etwas nicht sagen dürfen in Gegenwart unseres politischen Establishments, dann ist es genau das, was ich aber gerade über meine Lippen gebracht habe und was ich im Buch thematisieren werde. Ich habe denen dort gesagt, dass ich im Buch eine Rede Konrad Adenauers, des ersten Bundeskanzlers, gehalten im März 1949 zeigen werde und dass ich eine Rede Angela Merkel zeigen werde aus dem Jahre 2009, dass der Kontrast nicht größer sein könnte und dass ich Angela Merkel vorwerfe,
dass sie einen falschen Schuldkult in unserem deutschen Volk nährt, mit verheerenden Folgen für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Ich bin aber so zuversichtlich, dass ich voller Hoffnung bin, dass wir in den kommenden Jahren vor einer wirklich epochalen Wende stehen. Das mögen viele heute noch als Hirngespinst abtun, aber wichtig ist, wir dürfen nicht hassen und wir müssen die Feinde des Friedens, die Feinde der Freiheit und die Feinde der Wahrheit ganz im Geiste Mahatma Gandhis ohne Waffen entwaffnen. Das ist meine Aufforderung an Sie alle. Es geht mir um alles drei, um den Frieden, um die Freiheit, um die Wahrheit. Mir geht es darum, dass es mir eine große Freude bereitet, mit Thorsten Schulte hier seinen Ausführungen zuzuhören. Das erfordert noch der letzte Schlag, die Schuldthematik. Also es gibt ja kaum ein zentrales Thema, was politisch unkorrekter ist, lieber Thorsten. Und das gefällt mir. Ich bin dir dankbar, dass wir heute sprechen konnten, dass du dein Buch nur etwas vorgestellt hast, weil das erfordert eine hohe Zivilcourage. Akademiker würden dich einen wissenschaftlichen Masochisten nennen. Aber wenn es. So fühlte sich das auch an. Wenn das notwendig ist und wenn du da zur Wahrheitsfindung und zum Umdenken oder überhaupt zum Denken beitragst, ja, dann muss das Buch propagiert werden. Und vor allem, es ist mir nicht genug rübergekommen, es ist schon sehr brandaktuell und es hat einen Zeitgeist. Ihr verliert euch nicht in Wilhelm II. Oder in anderen Charakteren. Es ist flüssig, spannend geschrieben. Aber vielleicht darf ich noch mal ganz kurz einlenken. Wichtig ist mir, weil meine Eltern haben gesagt, die haben sich ja das Schauspiel angeguckt, dieser ganze Bücherwald, der da inzwischen dasteht. Und sie haben gesagt, Mensch Junge, warum tust du das an? Warum hast du da jetzt 100 Jahre alte Bücher, 80 Jahre alte Bücher, Tagebücher, so? Sie haben das nicht verstanden, weil sie sagen, ach Geschichte, das ist doch alles Vergangenheit. Und wir kennen alle, heute leider von den jungen Menschen immer weniger, aber wir kennen beide. Ja. George Orwell und seine Dystopie 1984. Klar. In meiner Taschenbuchausgabe, ich glaube auf Seite 55 oder 56, steht folgende Aussage. Nämlich, und du weißt sicher jetzt schon, was kommen wird, es geht um Vergangenheit. Darin steht, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Wir müssen uns die Frage stellen, wer heute unsere letztliche Gegenwart kontrolliert. Und Sie müssen sich ja immer die Frage stellen, wenn Sie wissen wollen, wer dich beherrscht, müssen Sie sich eine Frage stellen, wen darfst du nicht kritisieren? Und das werden Sie bei diesem Buch dann bald erleben, wen man nicht kritisieren darf. Aber nochmals, keine Angst und kein Hass. Und ich zitiere meine verstorbene Schwester, no risk, no fun. Alles Gute. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und vielen Dank, dass du bereit bist, dich auch auf dieses Minenfeld mit diesem Interview mitzubegeben. Aber er hat mit diesem Buch selbst nichts zu tun. Ja. Und politisch. Er wollte einfach nur mal mit mir drüber sprechen. Also irgendwelche Urheberschaft deinerseits völlig ausgeschlossen. Und er will damit auch keine Wertung abgeben zu den Inhalten dieses Buchs. Das wollen wir auch noch mal sagen, wenn ich oder? Wenn ich nicht meinen würde, dass das dringend lesenswürdig ist, gibt es dieses Interview nicht. Florian, und an dieser Stelle von meiner Seite würde ich jetzt abschließen, ich danke dir dafür, weil ich weiß, dass es um mich eher einsam wird. Nicht ganz so einsam. Okay, also.